euch unbedingt mal zeigen, was ich gekauft habe, weil ich ein paar Sachen so lange gesucht habe und ja, zum Beispiel einen Pulli habe ich seit einem Monat gegoogelt und habe nicht das gefunden, was in meinem Kopf so rumschwirrte. Und ihr glaubt es gar nicht. Ich gehe zu H&M und sehe es und denke mir so, nein, yes, endlich. Und das Lustige, es ist nicht in der Frauenabteilung gewesen, nein, auch nicht in der Kinderabteilung, wo ich dann meistens zu sehen bin, sondern ich habe es in der Männerabteilung gefunden. Und ja, wenn euch interessiert, was das für ein Pulli ist, den ich einen Monat lang gesucht habe, dann bleibt dran und ich zeige euch das natürlich. Und ja, fangen wir aber erstmal mit dem Laden an, wo ich diesen Pulli her habe. Auch diesen habe ich länger gesucht und ich habe mir schon gedacht, ja, Pulli, Winter passt, also wird es überall geben. Aber genau diesen Muster habe ich nirgendwo finden können. Ja, bis jetzt Mango bei uns aufgemacht hat, was etwas größer ist. Wir hatten schon eins in Loop, also ein Einkaufszentrum bei uns, aber das war so eine Mini-Variante von Mango. Und in Darmstadt hat jetzt ein größeres aufgemacht und da habe ich diesen gefunden. Und das Beste ist, er ist online zu haben und gerade im Sale. Von 40 Euro auf 26 Euro. Er ist länger, vorne etwas kürzer als hinten, aber schon ziemlich lang und ich habe die Größe M genommen, weil ich wollte ihn, dass er so, ach, man nimmt sich so eine Tasse, Kaffee zum Beispiel, auf die Couch oder am PC und trinkt und, okay, der Kaffee war jetzt kalt und schmeckte nicht mehr so gut, aber der Pulli sitzt und sieht gut aus. Ja, das war so das Erste, dann, jetzt wird es ja ein bisschen wärmer. Da habe ich, weil ich jetzt angefangen habe, auch etwas Hosen anzuziehen, die etwas höher sind, weil meine Zuschauer gesagt haben, Patricia, probier das mal aus. Und ja, ich mag es, obwohl ich finde, dass der schon den Hintern noch ein bisschen größer macht, aber egal. Ja, da habe ich sowas für angezogen, weil er ist nicht so ganz lang, ist etwas kürzer, minimal hinten länger als vorne. Die Farbe finde ich total schön und diese Breite ist ja jetzt ziemlich am Kommen, habe ich festgestellt, weil es sehr viele Sachen davon gab. Regulärer Preis, 30 Euro habe ich auch dann bezahlt, ist auch online zu finden. Dieses alte Rosa finde ich im Augenblick voll schön. Ich weiß nicht, ich mag so Brauntöne, mich zu schminken und dazu dann so schlichte Farben zu dem ziemlich hellen Blond, was ich im Augenblick habe, finde ich das total schön. Bei Mango habe ich noch was gekauft, wieder so etwas breiter und legerer, sagen wir es mal so. Das hier, wenn meine Vlogs kennt, da habe ich nämlich eine Hose an, oft, die in khakifarben ist. Und ich finde das hier so cool, weil dieses Girls, wenn man ganz nah dran kommt, sieht man, dass es ja in khakifarbene Schrift ist. Hier werde ich das Ganze wahrscheinlich, wenn ich anziehe, umkrempeln. Ist kein Muss und ich glaube nicht, dass man es, ja, dass das so sein soll. Aber mir, finde ich, steht diese etwas kürzere Länge besser. Aber auch unumgekrempelt kann man das sehr gut anziehen. Ist, denke ich mal, auch ziemlich schick für zu Hause, wenn man einfach chillig in der Wohnung rumlaufen möchte und nicht unbedingt wie ein Penner aussehen möchte, was ich oft tue. Und deshalb habe ich mir jetzt gedacht, ich hole ein paar Sachen, wo ich mit den Kindern rumtoben kann, ohne dass es zu eng ist oder kneift und sowas. Und außerdem mag ich manchmal so etwas auffälligere Jeanshosen, dazu kommen wir nämlich auch, Hosen allgemein. Und da finde ich schön, wenn man hier breit und hier eng oder auffällig und hier etwas, dass die Waage so stimmt mit den blonden Haaren. Die drei Sachen habe ich erstmal nur bei Mango geholt. Da gab es noch viel mehr und online habe ich auch gesehen, die haben ein paar schöne Kleider, die ich mir holen wollte. Aber wenn euch das Video gefallen sollte, Daumen hoch und wenn ich dann die nächste Ladung bestelle, dann werde ich das auf jeden Fall auch abdrehen. Kommen wir zu den Laden, wo ich auch mein heißgeliebtes Oberteil gefunden habe, endlich. Da habe ich aber auch eine Hose geholt, die ich bereits einmal schon habe, aber sie ist mir hinten so ein bisschen gerissen, weil ich zu oft mit den Kindern auf dem Fußboden damit getobt habe. Bei dem Preis kann man aber wirklich nichts sagen und ich habe sie mir wirklich gerne nochmal geholt. Der Preis ist hier bei 19,99 €.
Im Sommer wird es ziemlich warm, also jetzt ist es die perfekte Jahreszeit für solche Hoden. Und ja, ich mag sie sehr und eine nachgekaufte Hose. Und jetzt zeige ich euch das Oberteil, wo ich sagen muss, I love it. Aus der Männerabteilung. Yeah, ich finde den so schön. Und ich habe ihn in der Größe, den gibt es ja ab XS. Obwohl es dann Männerabteilung war, habe ich ihn in S geholt, weil ich wollte ihn so groß haben. Es ist richtig schön. Und zum Beispiel zu so einer Hose und dann schöne, ich habe Adidas-Hosen, Adidas-Schuhe oder meine Nike Huachi. Egal, Nike weiß auch nicht, wie ich ausgesprochen werde, also ist das okay. Ja, auf jeden Fall finde ich das total schön. Ich liebe dieses Sweatshirt. Ich habe schon so oft reingeschrieben, Camouflage-Sweatshirt, Camouflage-Pulli, Männer, Damen, alles reingeschrieben. Aber es gab einfach nicht den und der hat nur 25 Euro gekostet. Und ich hatte noch diesen 15% Gutschein, wenn man einfach irgendwelche Klamotten bei H&M abgibt in so einer Tüte, bekommt man einen Gutschein, wo man dann das Ganze auf einen Artikel verrechnen kann. Und das habe ich bei denen gemacht und somit habe ich bezahlt 21 Euro oder sowas. Und dann war ich noch bei dem letzten Laden, das war Zara. Da habe ich gekauft einmal dieses Hemd. Auch schon ganz lange danach gesucht. Ich habe ja einige Karo-Hemden, aber nie in diesen dunklen, ohne etwas wie weiß oder ja, ohne andere Farben. Ich wollte einfach nur diese drei Farben drin haben. Schwarz, Rot und Blau ist da drin. Und da habe ich mir gedacht, aber brauche ich noch? Habe ich noch nicht so ein kürzeres Oberteil in weiß und eine Hose, die sehr hoch ist, dass man den Bauch nicht sieht, aber man merkt, okay, das Oberteil ist halt nur bis dahin und das drüber. Nur ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Ich muss feststellen, dass das Ganze etwas eng ist. Also hier an den Ärmeln und die sind ein bisschen zu kurz. Ich würde, wenn ich es nochmal kaufen würde, das Ganze in mindestens S oder M kaufen. Ja, teuer war es nicht. Von 19,99 auf 12,99 Euro reduziert. Und es ist auch sehr, sehr schön weich. Ich glaube, dieses Flanell nennt sich das. Und dann zu einem Pulli. Ich so schön finde, weil er so weich ist und irgendwie diesen legeren Touch so richtig hat. Und zwar diesen hier. Hat solche Ärmeln, die einfach nur abgeschnitten sind, aber auch hier muss ich sagen, ich werde das Ganze umkrempeln, weil mir die umgekrempelte Variante besser gefällt. Und weil er so schön weich ist und so toll irgendwie liegt, habe ich das Ganze nochmal in diese Farbe geholt und da es nur 17,99 Euro gekostet hat, konnte man sich auch gleich nochmal einen zweiten gönnen. Es war so der legere Einkauf und jetzt möchte ich nochmal so ein bisschen mehr ins Figurbetontes und Elegantes gehen. Das wird der nächste Einkauf sein, aber es waren halt so viele schöne Sachen im Augenblick bei diesem Part gewesen, dass ich nicht noch die anderen Sachen, die habe ich ja dann alle weggelegt, weil das geht dann schon ein bisschen so aufs Geld. Deshalb habe ich mir gedacht, erstmal das, dann beim nächsten Einkauf den anderen Teil dazu holen und wenn euch das interessiert, was ich dann einkaufe, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr dieses Video positiv bewertet und über jeden Kommentar würde ich mich natürlich auch freuen und wünsche euch einen wunder, wunder, wunder schönen Tag.